Sie zur Tagesschau. Die mutmaßliche US-Abhöraktion gegen Bundeskanzlerin Merkel sorgt parteiübergreifend für Empörung. Die Rede ist von einem inakzeptablen Vertrauensbruch unter Verbündeten, sollte sich der Verdacht erhärten, dass die Kanzlerin über ihr Handy ausgeforscht wurde. Der amerikanische Botschafter wurde wegen der Vorwürfe von Außenminister Westerwelle einbestellt. Kanzleramtsminister Pofalla versprach dem Bundestag vollständige Aufklärung. Auch die Bundesanwaltschaft hat sich eingeschaltet, um den Fall zu beobachten. Alle sprechen gerade über das Mobiltelefon der Kanzlerin. Wurde sie darüber ausgespäht, ausgerechnet von den USA? Für sie wäre das völlig inakzeptabel. Wir sind Verbündete, aber solch ein Bündnis kann nur auf Vertrauen aufgebaut sein. Und deshalb wiederhole ich noch mal, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Das Vertrauen ist beschädigt, die Lage ernst. Kanzleramtsminister Pofalla informiert das parlamentarische Kontrollgremium. Es gibt offenbar starke Indizien, dass Merkel abgehört wurde. Das würde eine völlig neue Qualität darstellen und auf alle Aussagen der NSA aus den vergangenen Wochen, aus den vergangenen Monaten ein neues Licht werfen. Im Sommer noch hatte Pofalla die NSA-Affäre für beendet erklärt. Er glaubte den Zusicherungen der USA. Nun ist alles anders. Wann und wie lange die Kanzlerin ausgespäht worden sein könnte, das ist noch nicht klar. Das parlamentarische Kontrollgremium fordert Aufklärung von Anfang an. Alle Erklärungen der NSA sollen noch einmal überprüft werden. Das Mobiltelefon der Bundeskanzlerin ist wichtig, aber die private und geschäftliche Kommunikation der normalen Bürger in diesem Lande sind genauso wichtig. Wir setzen uns dafür ein, dass die Grundrechte der deutschen Staatsbürger geschützt werden. Der neue Verdacht beruht nach ARD-Informationen auf Unterlagen von Edward Snowden, ein NSA-Papier mit Merkels Mobilnummer. Die Erklärung, man überwache nur zur Terrorabwehr, wirkt nun unglaubwürdig. Was für Terroristen hat man versucht zu orten im Handy der Kanzlerin? Das ist doch ganz absurd. Das zeigt, dass die bisher uns gegebene Begründung ganz einfach nicht richtig sein kann. Es ist gut, dass die Aufklärung jetzt offensichtlich beginnt und dass jetzt offenkundig auch mindestens gesundes Misstrauen gegenüber den amerikanischen Diensten aufkommt. Der amerikanische Botschafter wird sogar ins Auswärtige Amt bestellt. Zwischen befreundeten Ländern ein außergewöhnlicher Vorgang. Das hat es zu meiner Amtszeit bisher noch nicht gegeben. Und dass wir zu diesem schwerwiegenden diplomatischen Mittel greifen, das möge auch allen Beteiligten aufzeigen, wie ernst wir dieses nehmen. Der Botschafter hat zugesichert, das Befremden Deutschlands mit aller Deutlichkeit und Dringlichkeit nach Washington zu übermitteln. Spekuliert wird inzwischen aber auch, dass Merkels Handy von der Berliner US-Botschaft aus abgehört wurde. Das Kanzleramt ist nur einige hundert Meter davon entfernt. Zu den Reaktionen in Berlin jetzt live der Leiter unseres Hauptstadtstudios, Ulrich Deppendorf. Da hat auch das Telefonat zwischen Angela Merkel und Barack Obama nichts ändern können. Diese Spähaffäre um das Kanzlerinnenhandy entwickelt sich zur bislang schwersten Belastung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses. Die Kanzlerin fühlt sich aufgrund der erdrückenden Indizien von den Amerikanern getäuscht. Diese Spähattacke dürfte das persönliche Verhältnis zu Präsident Obama in den kommenden Monaten belasten. Die Bundesregierung zweifelt nun alle Behauptungen und Versicherungen der US-Regierung in der gesamten NSA-Affäre an. Mit dem Lauschangriff auf die Kanzlerin kann die US-Regierung ihre Behauptung vom Sommer nicht mehr aufrechterhalten. Sie habe die Interessen Deutschlands nicht verletzt. Sie hat, so sehen es Vertreter aller Parteien, Deutschland schlichtweg getäuscht. Immer häufiger wird hier in Berlin nun eine Entschuldigung der USA und ein Regierungsabkommen gefordert, das derartige Lauschangriffe verbietet. Die Kanzlerin und ihre bisherige Bundesregierung müssen sich jedoch fragen lassen, warum sie bislang keinen Druck auf die US-Regierung wegen der Aufklärung der gesamten Spionagevorwürfe ausgeübt haben. Hierzu heute Schweigen. Auffallend auch, wie zurückhaltend die einstigen Gegner und möglichen kommenden Regierungspartner Union und SPD heute bei diesen Fragen miteinander umgingen. Und damit zurück zu Linda Zervakis.
Auch in der Europäischen Union wächst der Ärger über die Ausspähaktionen des US-Geheimdienstes. Das Thema steht zwar nicht auf der offiziellen Tagesordnung des EU-Gipfels in Brüssel, beschäftigt aber dennoch die Staats- und Regierungschefs. Dabei wurde der Ruf nach Konsequenzen laut. Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande berieten zu Beginn des Treffens über die US-Abhöraktion. Auch Franzosen sollen massiv betroffen sein. Sicherheitskräfte gibt es genug beim Brüsseler Gipfel, aber auch sichere Kommunikation. Fragen wir einfach einen Teilnehmer, Irlands Premier Enda Kenny. Ich benutze das immer mit dem Gedanken, dass jemand mithören könnte. Galgenhumor oder blanker Realismus in einer Zeit, in der die Liste der möglichen Opfer immer länger wird, er könnte der Nächste sein. Auch Italiens Ministerpräsident soll von der NSA abgehört worden sein, heißt es heute. Die deutsche Bundeskanzlerin, der französische Präsident, beide haben sie sich in Washington über die NSA beschwert. Europa muss erkennen, dass es da ungelöste Probleme gibt. Ich denke, wir müssen ehrlich zugeben, dass es Möglichkeiten zur Informationsgewinnung gibt, die es vorher einfach nicht gab. Unsere Antwort muss sein, dass wir mit entsprechenden Gesetzen sagen, wir nutzen diese Möglichkeiten nicht. Und auch die deutsche Kanzlerin sucht eine Antwort, nämlich auf die Frage, wie lässt sich zwischen Europa und den USA wieder Vertrauen aufbauen? Darüber gilt es nachzudenken, was brauchen wir, welche Datenschutzabkommen brauchen wir, welche Transparenz brauchen wir. Wir stehen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa vor gemeinsamen Herausforderungen. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz schlägt eine deutlich handfestere Reaktion vor. Bei den Verhandlungen mit den USA über ein Freihandelsabkommen will er die Pausentaste drücken. Wenn ich in eine Verhandlung gehe und befürchten muss, dass die gegenüberliegende Seite, befreundete Demokratie, schon durch Spionage weiß, was ich in der Verhandlung sagen will, ist das ja keine gleiche Augenhöhe mehr. Auch wenn die eigentliche Tagesordnung anders aussah, der Gipfel hat neue Themen. Privatsphäre, Datenschutz und das Verhältnis zu den USA. Vom Gipfeltreffen der EU jetzt live Rolf-Dieter Krause aus Brüssel. Das Auto, mit dem die zur Symbolik neigende Kanzlerin hier vorfuhr, trug die Nummer 007. Könnte komisch sein, wäre die Sache nicht so ernst. Selten hat man Europas Regierungschefs so enttäuscht von unseren angeblichen amerikanischen Freunden gesehen. Es ist ja nicht einmal ausgeschlossen, dass die NSA gleich mithört, wie der Gipfel hier über ihre Praktiken berät. Auch in den Gebäuden der EU sind ja schon Abhöreinrichtungen gefunden worden. Die Frage heute Abend ist, ob es bei den mehr oder minder scharfen, aber letztlich hilflosen Protesten bleibt oder ob man Wege findet, den Amerikanern auch fühlbar Grenzen zu setzen. Allzu viel Wille dazu ließen die Regierungschefs vor den Beratungen, die gerade beginnen, allerdings nicht erkennen. Dabei geht es nicht nur um das Handy der Kanzlerin. Die viel größere Sorge ist die Industriespionage, die Europas Unternehmen um Milliarden schädigt. Weiter mit der Tagesschau aus Hamburg. Der Unmut in Berlin über die US-Reaktionen auf den Sperrvorwurf ist groß. Entschuldigende Worte gab es offiziell bisher nicht. Ausgeschlossen wurden außerdem nur aktuelle Abhöraktionen gegen die Kanzlerin. Was früher war, ließ das Weiße Haus offen. Nun berichten auch US-Medien über die Empörung der Kanzlerin und die Fassungslosigkeit der Deutschen nach der mutmaßlichen Abhöraktion des Geheimdienstes NSA auf ein Mobiltelefon Angela Merkels. Von diplomatischer Verstimmung ist da die Rede. Der Streit zwischen Berlin und Washington schafft es auf die Titelseiten vieler Tageszeitungen. Schwungvoll und gut gelaunt hat sich heute Barack Obama zu Wort gemeldet, aber nur zum Thema Einwanderung. Keine Silbe dagegen zu den schweren Vorwürfen aus Deutschland und seinem gestrigen Beschwichtigungstelefonat mit Merkel. Das Weiße Haus räumt heute ein, dass es Verstimmungen mit anderen Nationen gebe. Wenn es konkrete Vorwürfe in Geheimdienstfragen gibt, dann haben wir dafür unsere diplomatischen Kanäle. So klären wir die Spannungen, die es derzeit mit einigen Staaten auf der Welt gibt. Unbeantwortet bleibt erneut die Frage, ob ein Mobiltelefon Merkels in der Vergangenheit ausgespäht wurde. Es heißt lediglich, die US-Regierung überprüfe zurzeit generell die Art und Weise, wie sie Informationen sammle. Das lässt viel Raum für Spekulationen.
Er wolle Amerikas ramponierten Ruf in der Welt reparieren. Mit diesem Versprechen war Barack Obama ins Weiße Haus gezogen. Nun steht er selbst vor einem außenpolitischen Scherbenhaufen. Wenn der US-Präsident von der Bespitzelung befreundeter Regierung nichts wusste, wäre das seine politische Bankrotterklärung. Doch war Obama in die Lauschangriffe eingeweiht, würde dies die Beziehungen zu Amerikas Freunden und Verbündeten aufs Schwerste belasten. Wie in den sozialen Netzwerken über Merkel und die Speeraffäre diskutiert wird und mehr über die Abhörsicherheit bei Handys erfahren.